Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Letzten Samstag kam kein Update in Pet Simulator. Preston hat ja auf Twitter angekündigt, dass das nächste Update sich ein bisschen verzögern wird, dass das erst nächsten Samstag kommen wird, weil es sehr ambitioniert ist. Jetzt hat Big Games auf Twitter nochmal einen Teaser gepostet zu dem nächsten Update. Wurde auch langsamer Zeit, dass wir ein paar offizielle Informationen bekommen. Ich wechsle hier mal kurz rüber. Und zwar hier hat Big Game gepostet, coming next week, Lootbags. Lootbags will randomly spawn while playing. They can contain coins, diamonds and even boosts. Some Lootbags have insane rewards. Das bedeutet halt, es wird Lootbags geben. Das ist dann halt wieder ganz normal weitere Drops, die man aufsammeln kann, wie auch diese Geschenke hier. Nur, dass die Lootbags nicht nur irgendwelche Coins und Diamonds bringen, sondern er hat auch noch geschrieben, they can contain Coins, Diamonds and even Boosts. Das heißt, ihr könnt sogar Boosts, sowas wie einen Ultra Lucky Boost, Super Lucky Boost, einen Triple Coins Boost oder einen Double Damage Boost daraus ziehen. Vielleicht gibt es sogar neue Boosts mit dem nächsten Update, weil Preston hat ja getweetet, das Update wird sehr ambitioniert. Vielleicht können wir mit neuen Boosts rechnen. Das wäre ziemlich interessant. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir bis erst nur diese eine offizielle Information zum nächsten Update bekommen haben, sonst eigentlich noch nichts. Es gab einige Leaks, irgendwelche Sachen über die Winterwelt, irgendwelche Winterpets wurden schon geleakt, aber das war halt alles noch nichts Offizielles. Big Games hält uns da ziemlich auf den Trockenen und dafür, dass es so ein großes Update werden soll, bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt. Abgesehen davon, dieser Lootbag, den wir da auf dem Bild gesehen haben, ganz im Ernst, den fand ich auch nicht so cool. Pet Simulator hat, also das hier, was ihr hier seht, das ist der Standard von den 3D-Models, die Pet Simulator so in dem Spiel nutzt. Es gibt schon diese ganzen 3D-Sachen, die halt so alle relativ hübsch gemodelt sind eigentlich. Gibt hier die Diamonds, diese komischen Crates, die Geschenke, die Coin-Stapel, kennt man alles. Denn die Umgebung ist ja auch immer gemodelt. Und dann kommt Pet Simulator einfach mit diesem Lootbag. Ist das deren Ernst? Ich meine, ja, man muss in Roblox die Modelle low-poly halten, damit man sie überhaupt importieren kann. Aber das ist ein bisschen zu low-poly. Also das sieht irgendwie nicht so überzeugend aus. Vor allem diese Tatze da drauf. Das sieht ein bisschen danach aus, als würde der Modeller keine Zeit haben, um Lootbags zu machen. Preston hat es vielleicht selber versucht. Ich meine, das kriege ich selbst besser hin und ich benutze Blender ganz selten. Komm, ich öffne einfach mal Blender. Dann gucken wir mal rein, ob ich das besser hinkriege als Preston. Ich brauche das ja nicht claimen, ohne es zu belegen. So, wir fangen hier an mit diesem schönen Block. Ich muss einmal kurz noch eine Einstellung machen, wenn man das startet. Dann muss ich unbedingt immer diesen hier anhaben. Okay, den Block machen wir weg. Wir fügen eine Shape hinzu. Welche Shape würde sich denn am besten eignen? Eine Icosphere könnte man direkt nehmen. Aber wir können auch von Null anfangen. Wie wär's denn mit einer Plane? Wir machen die mal auf. Im Moment, wenn du die Steuerung von Blender gar nicht mehr im Kopf hast. Aber ich gehe einfach mal in den Edit Mode. Würde sagen, ich hau ein paar Loop Cuts dazu. Oder brauche ich Loop Cuts? Ja, ich brauche Loop Cuts. Komm, machen wir. Einen hier hin, bam. Einen hier hin, bam. Dann wähle ich diese Eckpunkte hier aus. Sag dann, ich skaliere sie hoch, außer in der Z-Achse. Und dann habe ich schon mal so eine Grundform. Das ist doch schon mal etwas. Wähle einfach mal die Ränder hier außen aus. Dann halt so E zum Extruden. S und Shift Z zum Skalieren nach außen. Dann nochmal E zum Extruden, Z für die Z-Achse. S und Shift Z zum Skalieren. Das war vielleicht schon ein bisschen zu hoch hier. So, Boden haben wir jetzt genug gemacht. Jetzt müssen wir langsam mal hier hochgehen. And right now you're watching Noob at Work. Also ich habe wirklich kaum Ahnung von diesem ganzen Blender-Zeug. Aber ich muss es ja auch mal lernen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Nochmal E, Z. Oh, ist das anstrengend. Aber wir machen das, wir kriegen das hin. Ich lasse den Lootbag hier ein bisschen mehr zusammenlaufen, weil es ist ja ein Bag. So, hier kommt er ganz zusammen. Jetzt drücke ich hier einfach mal E, wieder Z. Das ist dann die Stelle, wo er zusammengeknotet wird. EZ. Und dann hier die Stelle, wo er wieder ein bisschen aufgeht. So, dann würde ich sagen, muss das Ding jetzt nochmal nach innen zugehen. Weil wir wollen ja nicht reingucken können in den Lootbag. Also funktioniert Inset. Inset funktioniert nicht, weil ich nur die Kanten ausgewählt habe. Dann drücke ich halt nochmal EZ. S, Shift, Z. Dann mache ich es kleiner. So, und dann nochmal EZ. Nach unten reinlaufen. S, Shift, Z. Machen wir hier auch kleiner. Und das sollte eigentlich schon reichen. Ich drücke jetzt einfach mal F, dann wird das zugemacht. Weil viel mehr Detail brauchen wir an der Stelle hier nicht. Ich würde sagen, hier hätte ich aber schon gerne ein bisschen mehr Detail. Ich drücke 3 für Dings-Auswahl. So. Drück dann hier nochmal E. Augenblick. Ich muss Alt-E drücken, damit das Extrude Along Normals geht. Und dann geht es auch normal nach außen. So. Dann haben wir den hier. Preston hatte an seinem Ding hier noch so eine Schnur dran kleben. Die würde ich auch noch mal so modeln, indem ich einfach in die aus... Und sagen Steuerung Rechtsklick. Jetzt geht die Schnur auch von hier weg. Ich würde sagen, die kann hier dann ein bisschen dicker werden. Kann hier nochmal ein bisschen dicker werden. Aber ich mache hier auch nochmal einen Cut rein. Und jetzt, wo hier so ein Cut drin ist, wähle ich dann wieder 2 aus. Und sage dann einfach mal, geh. So, wunderbar. So, der Lootbag, der muss dann natürlich noch so ein bisschen verformt werden. Dafür gehe ich in diesen komischen durchsichtigen Modus, damit ich mehr sehen kann. Gehe in Vertices Auswahl. Wähle diesen Vertices hier unten aus. Drücke O. Für das Dings das skalieren, drücke dann nochmal Alt-O, weil es irgendwie besser ist, wenn ich Alt-O mache. Ihr seht, ich bin ein Profi in diesem Spiel. Und drücke jetzt einfach mal G.
scroll das Ding hier ein bisschen hoch und mache so, damit er ein bisschen zusammengedrückt ist an der Stelle. Das Ganze mache ich dann hier auch nochmal, dass ich das auswähle. Gehe. So, dann vielleicht rotieren wir das ein bisschen. Schieben das ein bisschen so. Dasselbe machen wir dann auch nochmal mit der Spitze, dass wir die auch ein bisschen nach hier verschieben und weiter rotieren. So, das hätten wir jetzt repariert. Gut, jetzt müssen wir noch dieses Muster drauf machen. Preston hatte ja hier diese komische Tatze drauf. Darauf habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Bock. Ich glaube, ich mache das einfach, indem ich hier wieder in Edit Mode gehe, dann mir so ein Ding hier auswähle, sage Shift D, rechtsklick und dann habe ich das Ding hier extra. Dann sage ich einfach mal diesen, damit es ein bisschen kleiner wird. Füge dann einfach ein paar Vertices hinzu, denn man kann ja nie genug haben. So, haben wir hinzugefügt. Dann wieder genau dasselbe hiermit. Aber vielleicht vorher einmal O drücken, damit das auch funktioniert. Dann haben wir diese Form, aber Preston hat das so gemacht. Ist mir egal, unsere Tatze sieht jetzt so aus und nicht so wie die von Preston. Muss ja nicht auch nicht alles so aussehen wie das von Preston. Wählen wir diese Sachen hier einfach mal aus. Ich drücke nochmal Shift D, rechtsklick und dann mache ich das Ding ein bisschen kleiner. Schieb's hier oben rechts hin. Rotiere das ein bisschen. Rotiere das auch ein bisschen so. Schieb's hier ein bisschen näher ran. Merke, dass das hoch, dass das ein bisschen zu weit hier ist. Okay, so ist schon besser. Nochmal Shift D, duplizieren. Ziehen wir rüber. Rotieren wir. Ziehen es hier auch ein bisschen weiter raus wieder, damit man es auch sehen kann. Und dann nochmal Shift D. Ziehen wir es hier hoch. Rotieren das ein bisschen. Dann haben wir so eine Tatze. Jetzt, wo wir diese Tatze haben, würde ich sagen, ich würde die ganze Tatze gerne noch ein bisschen größer skalieren. Was sehe ich? Dass diese Tatzen hier eigentlich größer müssten. Drücke dann E zum Extruden. Extrude hier raus. Vielleicht skaliere ich die auch noch ein bisschen hoch. Drücke dann Steuerung Plus, um mehr auszuwählen. Und jetzt muss ich nochmal was machen. Ich muss nämlich gucken, ob ich da vielleicht jetzt Unsinn gebaut habe. Ich gehe hier oben rauf, drücke auf Backface Culling. Und dann sehe ich, ah, guck mal, das ganze Ding hier ist inverted. Das Ding hier ist richtig. Hiermit habe ich es richtig gemacht, nur das andere Ding ist inverted. Auch gut. Gut, dann muss ich hier nichts mehr machen. Mach vielleicht auch nochmal Backface Culling aus, damit ich es nicht immer so sehen muss. Ich will das so nicht sehen. So, jetzt geht's auf jeden Fall ein bisschen weiter rein. Die Dinger hier müssen noch rotiert werden. Steuerung plus plus, um mehr auszuwählen. Und dann einfach mal diesen hier machen. So, und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal so, wie wir es hier haben. Wir müssen uns jetzt noch um diesen Sack kümmern. Dafür wähle ich den einfach mal komplett aus. Mach nochmal Backface Culling an, damit ich sehe, was ich verbrochen habe. Der Shortcut war, glaube ich, Alt N oder so. Probier einfach mal Alt N aus. Alt N. Ah ja, und dann kommt Normals Flip. Oh, das hat funktioniert. Jetzt sieht der Sack auch so aus, wie er aussehen soll. Perfekt. Jetzt haben wir hier so ein Lootbag. Sieht von der einen Seite so aus, von der anderen Seite so aus. Man könnte jetzt noch sagen, okay, der braucht noch Farbe. Preston hat ihn gelb gemacht, dann machen wir den jetzt auch gelb. Wählen hier einfach alles aus. Gehen auf Material. Ich mache es jetzt mit Materialien. Man kann es auch irgendwie komplett anders machen. Man müsste das dann vielleicht so mit Texturen machen. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust, irgendeine Textur zu erstellen. Deswegen erstellen wir hier einfach mal so ein Material. Dann sieht der Sack auf einmal so aus. Dann haben wir noch diese Sachen hier. Ich gehe einfach hier rein, drücke L, L, L und L. Geht dann wieder aufs Plus hier, auf New Material. Und wähle dann ein schönes Braun aus. Assign, so. Und jetzt haben wir ein Lootbag. Der sieht ein bisschen so aus wie der, aber er sieht ein bisschen... Ich finde, er sieht besser aus als der. Man sieht noch, bei Pet Simulator, da haben die Ecken gesmoothed. Das können wir hier natürlich auch machen, indem ich einfach den Back auswähle, rechtsklick sage und dann Shade Smooth. Und dann sieht er so aus. Aber smooth geschadete Sachen sehen meiner Meinung nach gar nicht mal so gut aus, wenn sie Low Poly sind. Ihr seht es, es sieht jetzt ein bisschen aus. Aber diesen Look kennt ihr auf jeden Fall. Ich mach mal wieder Shade Flat. Stattdessen könnten wir hier andere Sachen machen, wie zum Beispiel, wir könnten hier so einen Modifier raufpacken, so einen Bevel Modifier. Das sorgt natürlich dann dafür, dass wir mehr Geometrie haben. Und je mehr Geometrie man hat, desto wahrscheinlicher wird Roblox es ablehnen. Aber wenn ich das jetzt so anschaue, gehe einfach mal in Tab rein, wähle alles aus. Aber dann müssen wir, glaube ich, hier in den Viewport reingehen irgendwo. Hier vielleicht. Und da hier Statistics anschalten. So, jetzt sehen wir wieder Statistics. Und es hat gerade mal 300 Triangles. Das bedeutet, ich könnte hier noch doppelt so viel, also mehr als doppelt so viel Geometrie reinhauen. Und es würde trotzdem angenommen werden. Dementsprechend gar kein Problem eigentlich. Wenn ich jetzt hier auf Shade Smooth gehe, dann ist das jetzt wirklich so ein Mittelding zwischen Smooth geshaded und Low Poly. Und das finde ich dann schon ein bisschen angenehmer, aber das ist ja immer eigener Geschmack. Man könnte jetzt noch andere lustige Sachen machen, wie halt Texturen. Man könnte jetzt sagen, hier kommt da nochmal so eine dunklere Textur rein. Sagen wir einfach das Material, Assign, bam. Wie gesagt, mit einer Textur kann man noch sehr viel mehr rausholen. Wenn man dann sagt, der Boden wird ein bisschen dunkler, hier zwischen wird es dunkler, hier wird es heller, ein paar Highlights und so setzen. Könnte man machen, ich habe jetzt einfach nur mit den Materials gearbeitet. Mit den Materials kann man auch eine Menge machen, aber die kann man halt nicht in Roblox importieren. Die muss man dann in Roblox nachbauen. Deswegen arbeitet man lieber mit Texturen. Ich finde, das ist doch ein ganz schöner Lootbag, den wir hier haben. Ich könnte jetzt hier ein bisschen Licht noch in die Szene setzen. Ein Licht dorthin. Kriegt ein paar Watts mehr. Gehen wir mal hier rauf. Dann Steuerung D. Das zweite Licht kommt dorthin. Die Lichter machen wir auch mal ein bisschen größer, damit sie ein bisschen weichere Schatten werfen. Ich würde sagen, die Lichter kommen auch ein bisschen weiter nach vorne. So. Und dann noch ein Backlight, welches wir einfach mal hier hinpacken.
Das machen wir ein bisschen kleiner, spitzer und vor allem heller. So, für den cinematischen Look könnte man dem Backlight jetzt irgendeine coole Farbe geben. Ich würde sogar sagen, hier ein bisschen wärmeres Licht. Von der Seite dann auch ein bisschen wärmeres Licht. Und von der Seite aber ein bisschen kälteres Licht. So, und jetzt haben wir doch schon mal ein Bild, das ganz hübsch aussieht. Shift, Alt, 0. So, bewegen wir die Kamera hier. Obwohl, wir stellen die Kamera-Settings nochmal ein. Wählen nochmal die Kamera aus. Steuerung F. Bei meiner Steuerung, ich habe die Steuerung ein bisschen umgestellt. Und dann können wir sagen, jo, hier mein Lootback. Ich drücke F12 und dann wird das gerendert. Und so sieht er dann aus. Und ich finde, das sieht doch schon mal ein bisschen schöner aus als das hier. Also wirklich, was soll denn das? Ich meine, ja, okay, da ist das noch so ein bisschen eingesackt. Diese Geometrie könnte ich hier eigentlich auch nochmal nachstellen, dass das ein bisschen eingesackter ist. Gehen wir hier rein, Edit Mode, wählen dann einfach mal diese oberen Dinger hier aus. So, das ist jetzt aber auch genug. Ich gehe wieder in die Kamera rein und dann rendere ich das nochmal. Und jetzt habe ich schon mal einen schönen Lootback für mein Thumbnail. Ich würde sagen, damit bin ich auch ganz zufrieden. So, und dann gehe ich auch wieder mal in Roblox rein, weil das war jetzt eigentlich genug. Viel mehr wurde nicht gelegt. Es gibt Lootbacks. Die Lootbags, die werden hier übrigens random spawnen, genauso wie diese Diamond Piles, wie die Geschenke. Spawnen die Lootbags hier auch so ganz normal und ihr könnt die einsammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine große Neuerung ist, aber vielleicht teast es ja weitere Neuerungen an. Vielleicht gibt es neue Booster. Vielleicht lohnt sich die Lootbags auch richtig, weil Backgames hat ja auch getweetet, dass manche Lootbags wirklich insane Belohnungen haben. Was das bedeutet, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!